Hallo ihr Lieben, heute geht's weiter mit meiner Pflegeserie, wie ich meinen Körper pflege. Wenn du den ersten Teil des Videos noch nicht gesehen hast, dann kann ich ihn dir unten nochmal verlinken. Da ging es um meine Gesichtsmaske und Haarmaske. Heute zeige ich dir mein Gesichtswasser. Und zwar benutze ich ein Reiswasser, ein selbstgemachtes Reiswasser. Also es ist sehr einfach, du kochst einfach Reis mit ein bisschen mehr Wasser. Ansonsten, normal benutzt man ja mal wenig, also zum Beispiel eine Tasse Reis, zwei Tassen Wasser. Ich mache dann eine Tasse Reis und vier Tassen Wasser, sodass ein bisschen Wasser übrig bleibt. Das, was übrig bleibt, ja, wenn der Reis dann gekocht ist, der wird dann gegessen. Und das Wasser, was übrig bleibt, diese... Okay, ich habe jetzt zwei Tassen mehr Wasser gegeben, aber es bleibt immer eine Tasse ungefähr übrig, weil das andere verdampft. Das schütte ich in ein Glas und lasse es erstmal erkalten. Und das benutze ich dann ein paar Tage für als Gesichtswasser. Ja, ich lasse es meistens im Kühlschrank, dass es nicht schlecht wird. Und du kannst mit einem Wattepad das auf dem Gesicht schmieren oder mit deiner Hand einfach. Ich mache es meistens einfach nur in die Hand reingießen und dann auf mein Gesicht abends vorm Schlafen gehen. Es hilft meiner Haut, die Poren zu verkleinern. Also seit ich das mache regelmäßig, sind meine Poren viel kleiner. Deswegen, wenn ich dann morgens aufstehe, habe ich das Gefühl, ich habe Make-up auf dem Gesicht. Ich habe jetzt zwar jetzt nicht voll die wunderschöne, strahlende, gebräunte Haut, wenn ich morgens aufstehe. Ich sehe schon blass aus, ungeschminkt. Jetzt muss ich kurz abbrechen, weil die Nachbarn hier vorbeigelaufen sind und mich begrüßt haben vom Fenster. Also, genau. Ich war jetzt stehen geblieben dabei, dass ich morgens, wenn ich aufstehe, jetzt nicht so die glänzende und braune Haut habe. Trotzdem, also ich bin etwas blass, wenn ich morgens aufstehe. Aber wenn ich im Spiegel gucke, habe ich das Gefühl, ich habe Make-up drauf seit ein paar, ich sag mal seit einem Jahr ungefähr ist es so. Aber auch nur, weil ich dieses Reiswasser benutze. Ja? Das wirkt irgendwie zusammenziehend für die Poren. Die sind einfach kleiner geworden und dadurch sieht die Haut reiner aus. Ich benutze kein anderes Gesichtswasser mehr, ich benutze nur noch das. Und das Gesichtswasser hält leider nicht so lange. Also es fängt dann irgendwann zu stinken und zu schimmeln, dann muss ich es wieder wegschmeißen. Ja? Ich hatte es mal eine Woche im Kühlschrank, dann ist es schlecht geworden. Aber wir kochen ja fast jede Woche Reis und dann einmal die Woche gibt es einfach das Gesichtswasser selbst gemacht in dem Glas. Und dann benutze ich es meistens morgens, wenn ich aufstehe, wasche ich mir damit ein bisschen das Gesicht und abends vorm Schlafen gehe. Und es ist wirklich perfekt. Ich brauche kein Make-up mehr tagsüber. Das Einzige, was ich noch mache, ist Puder auf meinem Gesicht. Aber das ist dann das nächste Video, das bald hochgeladen wird, wie ich mein Gesicht zum Strahlen bringe, damit ich nicht ganz so blass bin. Falls dir dieses Video gefallen hat, dann gib mir einen Daumen hoch. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren. Bei weiteren Fragen stell sie mir unten in die Kommentare zu meiner Pflege und schreib mir, welches Video soll das nächste sein? Was wünschst du dir? Ansonsten, ja, das nächste Video wird erstmal sein, wie ich mein Gesicht zum Strahlen bringe. Also, bis dann. Tschüss. Wie ich mein Gesicht zum Strahlen bringe. Ich benutze hier kein Make-up mehr und keine Puder und so weiter, die gekauft sind. Nur noch alles, was ich selbst zu Hause herstellen kann.